Als Jugendliche und junge Erwachsene habe ich über viele Dinge nachgedacht. Sehr intensiv. Immer und immer wieder. Meistens über die Schule, die Uni und den Job. Ich hatte so viele Ängste. Was, wenn ich das Abitur nicht schaffe? Was, wenn ich die Uni nicht schaffe? Und was, wenn ich keinen passenden Job für mich finde? Ich habe darüber nachgedacht, welche Art von Job ich haben wollte. Ich wollte einen Job, in dem ich mich entwickeln kann und gefördert werde. Ich wollte Möglichkeiten und Perspektiven für mich sehen. Und ich wollte ein gutes Gehalt. Und eigentlich wollte ich so viel mehr. Aber anstatt Dinge einfach auszuprobieren, habe ich zu lange nachgedacht, zu intensiv, um mir wirklich klar darüber zu werden, was ich wollte. Am Ende hat mich das viele Nachdenken nicht weitergebracht. Erst als ich unterschiedliche Dinge ausprobiert habe, wusste ich, was ich wollte bzw. nicht wollte. Ich liebe es, mir Dinge auszudenken. Eine Geschichte, eine Idee oder eine Überraschung. Wenn ich mir Dinge ausdenke, kann ich meine Kreativität ausleben. Einmal habe ich mir im Kunstunterricht einen Comic ausgedacht. Die Geschichte handelte von einer sprechenden Tomate, die ihren Verlobungsring verloren hat. Ich weiß nicht, wie ich auf diese Idee gekommen bin, aber es hat Spaß gemacht. Als ich 7 oder 8 Jahre alt war, habe ich mir mit meinen Freundinnen eine Kriminalgeschichte ausgedacht. Wir haben sie sogar verfilmt. Ich bereue ein bisschen, dass ich die Videokassette von damals nicht aufbewahrt habe. Welcher Typ bist du? Denkst du viel nach oder denkst du dir Dinge aus? Oder machst du beides oder beides nicht? Also, bis nächste Woche. Tschüss.